Willkommen zurück zu einer neuen Folge von SFS hier in Bauen, Fliegen, Landen. Fast wäre es ein Challenge-Video geworden quasi, Mars 3. Aber ganz knapp habt ihr jetzt für die Avalon 3B gestimmt. Und damit kommt hier auch das Tutorial. Und vorneweg natürlich der Bau, dann der Flug und dann die Landung. Genau. Und wir beginnen einfach. Die Avalon 3B hat in der kleinsten Konfiguration 180 Tonnen Nutzlast zum Orbit und in der größten Konfiguration 100 Tonnen. Dazu benutzt sie eben zwei Titan-Triebwerke hier unten und zwei Frontier-Triebwerke weiter oben. Und dazwischen packen wir jetzt eine ganze Menge Treibstoff, die 10 breiten Treibstofftanks. Und davon nehmen wir hier welche. Wir machen hier mal 2 hin. Dann haben wir 4. Dann haben wir 8. Und dann nochmal 3 mehr. Also insgesamt 11. Die unteren machen wir schwarz. Und die alle darüber schwarz-weiß gestreift. Dann gehen wir hier zur Aerodynamik. Genau so. Die färben wir auch schwarz. Dann nehmen wir uns hier Strukturteile, drehen die einmal und machen dann Landebeine dran und RCS-Düsen darunter. So, dann nehmen wir uns hier zwei lange Landebeine, drehen die einmal und packen die so hin. Ohne Symmetrie kommt dann hier eine Sonde hin. Ein 5 Tonnen Treibstofftank. Dann kommen hier zwei strukturelle Teile hin. Ein Separator, der nach unten zeigt und einer, der nach oben zeigt. Und das hier war wirklich Zufall. Also das kann man im Grunde nicht planen. Das hat einfach perfekt gereicht. Und hier oben kommen 3 Stück von diesen Treibstofftanks hin. Der unterste davon wird schwarz gefärbt. Und die oberen beiden gestreift. Dann kommen hier 2 Landebeine hin. Hier drehen die RCS-Düsen so. Und wir färben das mal in dunkelgrau. Genau. Und dann packen wir hier 2 mal RCS-Düsen hin. Dann machen wir Folgendes. Wir nehmen das hier. Dieses Stück hier. Kopieren das, das ist nämlich genau dasselbe. Und das hier verschieben wir 1 nach oben. Oder genauer gesagt 2. Nehmen das hier und drehen es um. So, dann nehmen wir hier noch 2 RCS-Düsen. Und dann gehen wir zu den Hitzeschilden. Wir brauchen ein 6 breites Hitzeschild. Das kommt da rein, in die Mitte. Und rechts und links daneben kommen 4 breite Hitzeschilde. Das sieht dann so aus. Dann können wir das so hinschieben. Und ihr seht, das steht hier so ein bisschen über. So ein Feld über der RCS-Düse. Das liegt vor allem hier an den Landebeinen, weil die eben diese kleine Stelle haben, wo sie quasi über diesen einen Block hinausgehen. Und damit würden sie beim Wiedereintritt verglühen. Das wollen wir nicht, also machen wir das eben ein bisschen breiter. Dann fahren wir hier die Landegestelle ein. Die sind natürlich dazu da, um beim Wiedereintritt eine erhöhte Luftresistenz zu haben und eben kontrollierter quasi zu landen. Ähnlich halt wie die Falcon 9 und Falcon Heavy Raketen das machen. Und dann in der Standardkonfiguration, also im Grunde immer, nehme ich hier diese 6 hohen Hüllen und 10 Breiten. Und dann, ich glaube, das ist das hier. Genau, das hier. Es ist 8 breit, 2 hoch und hier irgendwo in der Mitte. Die müssen irgendwie ein bisschen besser unterschieden werden. Ich meine, die sehen alle fast gleich aus. Und dann malen wir die noch grau an. Damit haben wir die Rakete im Grunde fertig gebaut. Also die für 80 Tonnen, die Konfiguration.
Die anderen beiden bauen wir gleich. Als erste Stufe machen wir den Separator, die beiden Triebwerke, hier unsere oberen Landebeine und die RCS-Düsen. Danach machen wir wieder unsere RCS-Düsen, die Landebeine hier unten und die RCS-Düsen und Landebeine oben, RCS-Düsen. Es läuft dann folgendermaßen ab: Wenn wir hier nur noch 15 Tonnen Treibstoff haben, starten die erste Stufe, wir koppeln quasi die beiden Stufen voneinander ab. Wir öffnen hier die oberen Landebeine, damit wir eine erhöhte Kontrolle haben, und RCS-Düsen, damit wir uns drehen können. Kurz darauf schalten wir die wieder aus, weil wir die für den Rest des Flugs nicht brauchen. Hier sind wir dann kurz vor der Landung, da machen wir die wieder an, damit wir eben gut landen können. Und wenn wir gelandet sind, dann schalten wir wieder aus und die hier oben falten wir auch einfach so ein, weil das ganz schön aussieht. Dann haben wir quasi die obere Stufe, die zweite Stufe. Da haben wir die Nutzlastverkleidung und die RCS-Düse. Die aktivieren wir. Dann machen wir das hier quasi alleine. Da koppeln wir dann die Nutzlast ab, sind jetzt wieder auf dem Rückweg zur Erde. Dort koppeln wir dann hier diesen unteren Separator ab, quasi damit wir die Hitzeschilde frei haben. Und wir schalten die RCS-Düsen aus. Dann, wenn wir schon tiefer in der Atmosphäre sind, schalten wir sie wieder an, damit wir erhöhte Kontrolle haben. Später, wenn wir quasi sehr tief schon in der Atmosphäre sind, nicht mehr verglühen, brauchen wir keine RCS-Düsen mehr, machen sie wieder aus und wir falten die oberen Landebeine aus. Dann dicht über dem Boden, quasi unser Landeanflug, falten wir die Landebeine aus, wieder RCS-Düsen wie unten für erhöhte Kontrolle. Und zu guter Letzt machen wir das wieder, damit wir eben kein RCS mehr benötigen. Und ihr seht, das hier ist falsch rum. Ich mag das ganz gerne, wenn die Landebeine davor sind, genau so. Und ihr seht, in allen Stufen bis auf dieser einen kommen RCS-Düsen dran. Heißt, eine Menge RCS-Düsen an- und ausschalten. Aber ich denke mal, ihr kommt damit klar. Und wie gesagt, das hier ist die 80-Tonnen-Variante. Also wir haben hier 50, 25, ja, passt nicht ganz. 50, 20 und 10, also so viel kann das in den Orbit bringen, in der kleinsten Konfiguration. Und dann gehen wir jetzt über die anderen beiden. Nämlich dazu nehmen wir quasi alles, was hier oben ist, und verschieben das mal um 8 Felder nach oben. So. Dann kopieren wir 2 davon. Und damit haben wir die 90-Tonnen-Variante. Wir benötigen also hier, wir benötigen 50 Tonnen Treibstofftanks mehr. Und für die letzte Konfiguration quasi, die 100-Tonnen Konfiguration, da nehmen wir einfach nochmal 2 mehr. Und damit haben wir ein Gesamtgewicht von 516,77 Tonnen. Und alle drei Versionen werde ich einfach in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr damit auch spielen könnt. So, dann werden wir das aber jetzt hier ein bisschen umbauen, denn wir wollen jetzt die Nutzlast in den Orbit bringen. Und zwar hier ein 100 Tonnen Treibstofftank. Und dazu muss ich die Nutzlastverkleidung eben ein bisschen erhöhen. So, damit sind wir bereit zum Flug und starten die Rakete. Wir haben keinen Fallschirm, egal, wir brauchen keinen. Wir landen auch so. Da haben wir die Rakete. Wir zoomen ein bisschen raus, erhöhen den Schub auf 100% und starten die Triebwerke. Und wie immer, wenn wir in den Orbit wollen, folgen wir einfach oben links der Winkelanzeige. Diesmal aber nur bis 45 Grad, denn wir brauchen noch Treibstoff, um wieder auf der Erde zu landen.
Da haben wir die 45 Grad erreicht und die 10 Kilometer. Und jetzt warten wir, dass unsere Apoapsis außerhalb der Atmosphäre ist. Und dann schalten wir die Triebwerke ab. Und damit haben wir etwa 14-15% Treibstoff übrig. Genau so. Jetzt müssen wir uns beeilen. Wir starten die nächste Stufe, wechseln zur ersten Stufe, drehen uns, schalten die RCS-Düsen aus, wechseln wieder zur zweiten Stufe, aktivieren die Triebwerke und drehen uns nach rechts. In etwa so. Wir zeigen dann leicht nach unten. Bei 25 Kilometern öffnen wir dann die Nutzlastverkleidung. Und damit haben wir es geschafft. Und ich speichere jetzt einfach mal ab. Speichern. Sehr schön. Und damit fliegen wir durchs All. Beschleunigen schön weiter. Jetzt haben wir schon 1 Kilometer pro Sekunde und ihr wisst ja, wir brauchen 1670 Meter pro Sekunde für einen Orbit. Jetzt fehlen uns noch 300 Meter pro Sekunde. Ich drehe ein bisschen nach rechts. Jetzt fehlen noch 200 Meter pro Sekunde. Ich drehe noch mal ein bisschen nach rechts. 100 Meter. Und damit haben wir den Orbit. Und wir wechseln sofort zurück zur ersten Stufe. Dann machen wir den Schub auf 50%. Bei 20 Kilometern starten wir die Triebwerke. Und das lassen wir laufen bis 400 Meter pro Sekunde. Dann machen wir es auf 25% Schub. Bisschen nach rechts drehen. Bei 300 Meter pro Sekunde machen wir es nochmal auf die Hälfte. Also etwa 12. Und dann lassen wir das noch laufen. Bis etwa 12 Kilometer. Dann machen wir den Schub auf 20%. So, wir haben noch 6% Treibstoff. Für die Landung brauchen wir vielleicht 4 oder so. Also schaffen wir locker. Wir heizen auch wieder auf, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir werden nicht zerstören oder nicht kaputt gehen, denn wir werden auch wieder langsamer. Wir sind ziemlich weit unten in der Atmosphäre. Also wird das kein Problem darstellen. Seht ihr, das waren nur so 260 Grad Celsius oder so, gar nicht knapp oder so. Bei 1 Kilometer, dann starten wir die Triebwerke, eben mit 20% Schub. Und wir fahren die Landebeine aus. Dann können wir das auch ausmachen. So. Und sobald wir den Boden sehen, können wir den Schub ein bisschen variieren. Da kann ich relativ wenig euch erklären, bereitstellen. So, wir sind gelandet, wir sind ein bisschen im Boden stecken geblieben, jedenfalls die letzte Stufe. Und dann, so, jetzt stehen wir aber. Da haben wir die Rakete. Erste Stufe gelandet. Ihr seht, 2,3% sind übrig. Und damit wechseln wir hierher. 8,1%, das sind nicht viel. Normalerweise habe ich so 9,5 oder so. Aber es wird reichen. Wir drehen uns gegen die Flugrichtung,
starten die Triebwerke und bis 5% benutzen wir dann Treibstoff. Starten die nächste Stufe, koppeln damit die beiden Separatoren ab, die werden jetzt verglühen. Und dann drehen wir uns quasi kopfüber in die Atmosphäre. Und normalerweise beschleunigt das hier auf dreifache Geschwindigkeit bis 25 Kilometer und dann bis 20 Kilometer auf zweifache Geschwindigkeit. Aber da ich quatsche, mache ich das jetzt hier nur mal auf zweifache Geschwindigkeit. Wir fliegen also durch die Atmosphäre. Und ihr seht jetzt hier vielleicht diese vier großen Streifen mit dem Plasma. Und es wäre immer gut, wenn ihr alle vier seht, dann zeigt ihr genau in Pfeilrichtung. Ansonsten müsst ihr eben ein bisschen nachkorrigieren. Wenn der Streifen unten fehlt, dann müsst ihr nach rechts drehen. Wenn er nach oben fehlt, müsst ihr nach links drehen. So, 20 Kilometer, bisschen nach rechts drehen. Streifen unten hat nämlich gefehlt. So, damit glühen wir schön. Fliegen jetzt durch die Atmosphäre durch. Und ich weiß nicht, was ich da noch sagen kann. Außer bei 15 Kilometern, also etwa jetzt, schalten wir die RCS-Düsen an. Haben wir eben eine etwas erhöhte Kontrolle. Oh, bisschen weit, zu weit nach rechts gedrillt. So, die Hitzeschilde werden schön heiß. 1400 Grad Celsius meine ich. Haben wir schon erreicht. Bisschen nach rechts drehen. 2500 Grad Celsius. Ich glaube, wir erreichen noch, nee, 2550 vielleicht. Aber viel mehr nicht. Und damit sind wir jetzt schon ziemlich dicht in der Atmosphäre drin. Jetzt machen wir Folgendes. Wir drehen uns und aktivieren die nächste Stufe. Und damit sind wir jetzt quasi mit den Triebwerken nach unten gerichtet. Und hier machen wir auch den Schub wieder auf 20%. Beschleunigen die Zeit wieder bis 1 Kilometer Höhe. Und drehen noch ein bisschen. 1 Kilometer. Wir starten die Triebwerke und die nächste Stufe. Wir haben noch 3%. Es wird locker reichen. Wir haben eine sehr geringe Geschwindigkeit. Wir verringern den Schub. Ich mache tatsächlich die Triebwerke aus. Und jetzt wieder an. Okay, das war ein kleiner Sprung. Aber wir haben es geschafft. Nächste Stufe. Und da haben wir die Rakete. Und hier haben wir die 100 Tonnen Treibstoff im Orbit. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.